Al-Isra'u wal-Mi'raj. Davon habt ihr schon mal gehört. Die Himmel, oder beziehungsweise die Nachtreise und die Himmelfahrt. Al-Isra'u wal-Mi'raj. Was ist so besonders an diesem Ereignis? Und was hat das mit der Ergebung und der Fügsamkeit und Akzeptanz der Sahaba zu tun? Der allgemeine Hintergrund dieser Geschichte ist bekannt, deswegen werde ich die Geschichte als solche nicht erwähnen. Aber wir sollen vor Augen halten, dass dieses Ereignis, die Nachtreise und die Himmelfahrt, eigentlich eine Form der Krönung und Ehrung des Propheten sallallahu alaihi wasallam sein sollte. Es war nämlich etwas Übernatürliches. In einer Nacht, also in der Riwaya heißt es, dass er in einer Nacht in Jerusalem war und in derselben Nacht wieder zurück. Das ist etwas Übernatürliches. Und ebenfalls die Himmelsfahrt. Etwas ja, nicht Bekanntes, nicht Natürliches. Aber dieses Ereignis, und also das war ein Teil der Ehrung und der Würdigung, dieses Ereignis und dieses Ausmaß der Nähe zu Allah Ta'ala durch das Emporsteigen ist keinem anderen Propheten außer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zugekommen. Wir hören uns mal an, wie Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu dieses Ereignis beschreibt. Ibn Abbas erzählt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, als ich die Nachtfahrt erlebte in Mekka, war ich erschrocken von meiner Sache. Das hat ihn erschrocken. Dieses Ereignis, was ihn eigentlich ehren sollte und würdigen sollte, und auch, es sollte auch eine Form der Beruhigung darstellen. Denn das Ereignis hat stattgefunden nach dem sogenannten Aam al-Huzn, das Jahr der Trauer. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das Jahr der Trauer, das nennen die so, die Historiker. Aam al-Huzn, das war das Jahr, in dem seine Frau gestorben ist. Seine Frau war sozusagen die Stütze, die ihn zu Hause gestützt hat. Und sein Onkel, der ihn draußen gestützt hat. Beide sind gestorben. Und auch infolge von der Reise nach At-Ta'if ist das passiert. Ihr wisst, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Ta'if gegangen ist, wurde er dort auf eine Art und Weise gekränkt, wie er zuvor noch nie erlebt hatte. Das hat er zuvor noch nie erlebt. Auf derartige Art und Weise von den Arabern gekränkt und belästigt zu werden. Deswegen, als er mal gefragt worden ist über die schlimmsten Tage, die er durchgemacht hatte, nannte er diese Tage. Das heißt, dieses Ereignis kam infolge von diesen Geschehnissen. Es sollte auch eine Art der Besänftigung sein. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über sich selbst, dass er erschrocken war. Er war erschrocken von diesem Ereignis. Wisst ihr, warum er erschrocken war? Er sagt es selbst. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu sagt, er sagt, als ich die Nachtfahrt erlebt und in Mekka ankam, war ich erschrocken von meiner Sache und ich wusste, die Menschen werden mich verleugnen. Das ist nämlich ein Ereignis, das ist nicht normal. Für uns ist es heute vielleicht nicht mehr so schwer, uns vorzustellen, dass man mehrere tausende Kilometer in einer Nacht hinterlegt. Das ist heute nichts, ja, ein Großartiges mehr. Man steigt ins Flugzeug und hat in ein paar Stunden mehrere tausend Kilometer hinter sich. Auch wenn es die Art und Weise etwas anders war. Aber grundsätzlich das Prinzip ist heute nichts mehr, was man ausschließt. Aber für sie war es etwas, das man grundsätzlich ausschließt. Es gibt keine natürlichen und keine unnatürlichen Wege, eine derartige Reise in einer Nacht zu hinterlegen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ein Gesandter Allahs, er muss den Leuten von diesem Ereignis berichten. Denn in diesem Ereignis haben Dinge stattgefunden, die er sowieso weitergeben muss, wie das Gebet und so weiter. Er muss es ihnen berichten, aber er weiß, sie werden mich verleugnen. Sie haben mich schon in Sachen verleugnet, die durchaus geringer sind. Und dann ist dies nochmal so eine Nummer drauf. Das werden sie erst recht verleugnen. Das heißt, das war der Grund, warum er erschrocken war. Und zu den seltsamsten Dingen gehört, du musst dir jetzt vorstellen, die Situation des Propheten, also seine emotionale Situation, wie er gerade emotional gestimmt ist. Und hinzu kommt, dass der Erste,
Der allererste, der ihm begegnet, Abu Jahl, der größte oder der Erzfeind des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der erste, der ihn begegnet. Und er hat ihm angesehen, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Der Mensch kann meistens seine Emotionen nicht verbergen, besonders wenn er traurig ist. Man sieht ihm das an. Genauso wie man ihm ansieht, wenn er glücklich ist. Er hat gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass ihn etwas bekümmert. Und er fragte ihn. Er sagte, auf eine gewissen zynischen Art und Weise, ist etwas passiert, Muhammad? Ist etwas passiert? Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, ja. Er fragte, was ist denn passiert? Er sagte, ich wurde zu einer Nachtreise mitgenommen. Ich übersetze es mal jetzt so. Usriya bi al-layla. Er fragte, wohin? Er antwortete, zum Beit al-Maqdis. Und hier hat, sagen wir es mal so, hier hat Abu Jahl begonnen, sich die Hände zu reiben. Er hat gesagt, ah, ich habe ihn jetzt. Jetzt habe ich etwas, womit ich ihn öffentlich sozusagen diskriminieren kann. Aber er hat so getan, als würde er ihm glauben. Er hat es nicht geäußert vom ersten Moment an, dass er ihn verleugnet. Er sagte dann, und bei Tag bist du wieder zu uns? Ja, es ist ja heute Nacht passiert. Und du bist schon heute wieder zurück? Er sagte ja. Und dann sagte er, hier, das zeigt seine Verdorbenheit. Und er sagte, soll ich dein Volk zusammensammeln? Soll ich die Leute zusammenrufen, damit du ihnen auch das erzählst, was du mir gerade erzählt hast? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, ruf sie. Er hat sie gerufen, er sagt, oh Banu Ka'b, kommt zusammen. Und die Leute haben sich langsam ihnen angeschlossen. Und dann sagte er, Muhammad, erzähl ihnen, was passiert ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt ihnen das Gleiche, wie er Abu Jahl erzählt hat, auf die gleiche Art und Weise. Und auch die Frage stellte sich hier wieder. Sie fragten ihn, und bei morgen bist du wieder bei uns? Er sagte, ja. Und dann sagt Ibn Abbas, ich weiß nicht, wie er das ausdrückt, er sagt, die Leute, die anwesend waren, die einen klatschten sich die Hände und die anderen legten sich die Hände auf den Kopf. Wisst ihr, wenn man sozusagen verblüfft ist von, in Anführungsstrichen, wie Ibn Abbas sagt, von dieser großen Lüge. Sie haben sich in die Hände geklatscht und die Hände auf den Kopf gelegt. Also eine noch größere Lüge ist nicht mehr möglich. Na. Aber was hat das mit den Sahaba zu tun? Es ist auch interessant, dass, und das sehen wir an diesen zwei Punkten, dieses Ereignis hatte einen Einfluss auf gewisse Menschen, die dann vom Islam abgefallen sind, deswegen. Wegen diesem Ereignis. In der Überlieferung dieser Geschichte, die bei im Musannaf von Abdul Razzaq verzeichnet ist, da heißt es, dass manche Menschen nach diesem Vorfall, die den Islam angenommen hatten, wieder abfielen. Das heißt, dieser Vorfall in seiner Außergewöhnlichkeit, die Hingabe der Sahaba oder die Hingabe der Menschen und ihre Tragfähigkeit, die Tragfähigkeit ihres Imans auf den Prüfstand gebracht. Einige sind abgefallen, aber einige haben auch ganz neue Dimensionen des Imans und neue Auszeichnungen gewonnen, wie Abu Bakr. Und das ist das Beispiel, was hier mit der Fügsamkeit des Sahaba zu tun hat. Man ging nämlich zu Abu Bakr, der noch nichts davon erfahren hatte. Der wusste nichts davon, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte ihm das nicht erzählt und es ist ihm auch nicht zu Ohren gekommen. Man geht zu Abu Bakr und sagt zu ihm, dein Gefährte behauptet, in einer Nachtfahrt Jerusalem erreicht zu haben und in derselben Nacht sei er wieder zurückgekommen. Die Entfernung zwischen Mekka und Jerusalem sind so ungefähr 1200 Kilometer. Wie war die Antwort von Abu Bakr? Diese Antwort von Abu Bakr ist sehr wichtig. Sie beinhaltet nämlich zwei Prinzipien, zwei Grundsätze der
Aqida der Ahle Sunna, wie sie mit dem Verborgenen umgehen. Abu Bakr antwortete mit einer bedeutenden Antwort. Er sagte, hat er das wirklich gesagt? Er fragt sie. Sie sagten ja. Und dann sagt er, wenn dem so ist, wenn er das gesagt hat, dann ist das wahr. Also im Moment glaubt er noch nicht daran, weil hier ein Muschrik berichtet ihm das, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Er sagt, ich weiß nicht, ob es so ist. Wenn er es aber gesagt hat, dann ist es so. Und dann sagten sie, sie waren verwundert von dieser Reaktion Abu Bakrs, denn sie hatten etwas anderes erwartet. Sie sagten, glaubst du ihm, dass er nach Ascham in einer Nacht gelangt ist und vor Anbruch des Morgens wieder zurück ist? Und dann kommt die zweite Antwort von Abu Bakr. Und sie ist auch sehr essentiell. Sie beinhaltet auch ein Prinzip der Ahlus Sunnah, wie sie damit umgeht. Er sagte, ich glaube ihm ja in noch wundervolleren Dingen. Also ich glaube ihn ja in viel größeren Dingen. Ich nehme ihn viel größere Dinge ab als dieses Ereignis. Ich glaube ihm, dass er Botschaften vom Himmel bekommt. Am Morgen und am Abend. Momente. In Momenten bekommt er Botschaften, Nachrichten aus dem fernsten Himmel, vom fernsten Himmel zur Erde. Mein Glaube daran ist viel sozusagen wundervoller als der Glaube, dass er nach Ascham gekommen ist in einer Nacht und wieder zurück. Und aus diesem Grund und durch diesen Anlass bekam er auch diese Auszeichnung, den Namen, den er trägt, As-Siddiq. Das ist eine Auszeichnung für seinen Standpunkt an diesem Tag gewesen. Hier ist aber eine wichtige Frage, und ich finde, das muss man erwähnen. Wenn wir die Sache so darstellen und so sehen, wie es Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu gesehen hat, bedeutet das, ja, heißt das, dass der Iman vernunftswidrig und irrationell ist? Oder wenn man zu den Leuten sagt und sie dazu auffordert, dass sie sich bedingungslos unterwerfen sollen und akzeptieren sollen, heißt das, dass der Iman einen gewissen, ja, einen vernunftswidrigen und irrationellen Aspekt hat? Die Antwort ist, dass die Abu Bakrs Antwort beinhaltet die Antwort dazu. Und bevor wir das verstehen, also warum der Glaube von Abu Bakr hier nicht irrationell war. Man könnte diesen Eindruck haben im ersten Moment, der sagt einfach, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das sagt, dann ist es so, ohne das zu überprüfen auf logische Art und Weise oder ist es vernunftmäßig akzeptabel, ist es vernunftswidrig. Er hat das nicht geprüft. Also vernunftswidrig der Iman. Nein, die Antwort, das ist trotzdem nicht vernunftswidrig. Warum? Glaubt ihr, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Leuten gekommen ist, in Mekka, er ist Prophet, er wurde auserwählt, und er geht jetzt zu den Leuten und sagt, hallo, ich bin ein Prophet, ihr müsst an mir glauben und mir folgen. Punkt, fertig. Hat so die Prophezeiung oder das Prophetentum ausgesehen? Auf keinen Fall. Die Nubuwa ist eine Rechtleitung. Was bedeutet Rechtleitung? Was bedeutet Rechtleitung? Hier habe ich eine Aussage von Ibn Taymiyyah, ich finde die sehr präzise in diesem Thema. Er sagt, وَالْهُدَى هُوَ هُدَى الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ وَتَعْرِفُهُمْ ذَلِكَ وَإِرْشَادُهُمْ إِلَيْهِ وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِذِكْرِ الْأَدِلَّةِ وَالْآيَاتِ الدَّالَّةِ على أن هذا هدى وإلا فمجرد خبر لم يعلم أنه حق ولم يقم دليل على أنه حق ليس بهدى. Er sagt, die Rechtleitung ist die Führung der Menschheit zum Recht und der Wahrheit. Die Bekanntmachung mit ihr, also mit der Wahrheit, und die Führung, dass man sie leitet. Dies geschieht jedoch nur, indem mit Beweisen und Zeichen bewiesen wird, dass dies die Rechtleitung ist. Eine blanke Mitteilung, über die man nicht weiß, ob sie wahr ist und für die es keine Beweise gibt, ist keine Rechtleitung.
Das heißt, eine blanke Mitteilung, dass er ihn einfach sagt, wie ich eben dargestellt habe, hallo, ich bin Prophet, ihr müsst an mir glauben und mir folgen, das alleine wäre keine Rechtleitung. Das heißt, es gab und es gibt rationelle, logische und plausible Gründe dafür zu glauben, dass er ein Prophet ist. Und wenn das bestätigt ist, das ist der Punkt, warum ich sage, dass die Akzeptanz von Abu Bakr nicht irrationell war. Es war eine ganz logische Konsequenz, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu glauben in seiner Aussage. Wenn es nämlich plausible Beweise gibt und Begründungen, die logisch sind und mit dem Verstand auch begriffen werden können und durch die ich zum Beschluss komme, dass dieser Mann ein Gesandter Allahs ist, wenn ich an diesem Punkt angelangt bin, dann ist alles andere, was danach aus seinem Mund kommt, nicht mehr relevant für mich. Wenn es nämlich ein Prophet ist, dann ist er geschützt vor Lügen und vor Fehlern in seiner Offenbarung. Das heißt, der Standpunkt von Abu Bakr war logisch und rationell. Er sagt ihnen sozusagen seine Aussage, ich glaube ihm ja noch viel Wunder, yani viel größere Dinge, oder ich nehme ihm viel größere Dinge ab. Diese Aussage bekräftigt genau dieses Prinzip. Er sagt ihnen, ich weiß aus Beweisen, aus plausiblen Gründen, dass er der Gesandte Allahs ist und in dieser Behauptung nicht lügt. Und wenn das der Fall ist und er jetzt behauptet, er hätte diese Himmelfahrt oder diese Nachtreise hinter sich, dann ist das ganz konsequent, dass ich ihm das abnehme. Na. Allah Ta'ala berichtet uns auch im Koran davon, dass dieses Ereignis, der Al-Isra wal-Mi'raj, nicht nur eine Ehrung des Propheten war, sondern auch eine Fitna. Es war auch eine Fitna, es war eine Versuchung für die Menschen, eine Probe für sie. Allah Ta'ala sagt, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Und wir haben das Gesicht, das wir dich sehen ließen. Mit dem Gesicht ist hier der Traum gemeint. Dieses Gesicht, dieser Traum, den du gesehen hast, ist nur eine Fitna für die Menschen gewesen.